Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir machen weiter mit der Vorlesungsreihe Chemie, sind am dritten Teil angelangt und werden uns jetzt mit den Grundlagen der Stöchiometrie beschäftigen. Ihr seht an der Nummer 1 oben schon, ich habe es nicht in eine Präsentation bekommen, das wären dann in Summe etwa 60 Folien, also Vorlesungszeit 90 Minuten bei meinem Sprachtempo ungefähr gewesen, das war dann mir zu lang. Darum habe ich das in zwei Teile aufgeteilt. Und ja, der erste Teil umfasst die grundlegende Einheit, mit der wir zu fassen müssen. Die sind hier Masse, Stoffmenge, molare Masse. Die möchte ich hier kurz erklären und einige Übungen gleich dazu machen, quasi die Grundlagen legen. Diese Präsentation umfasst nur 16 Folien, wenn ich mich ganz täusche. Das heißt, die anderen sind dann in Teil 2. Mit anderen Worten ausgedrückt, das ist eine relativ kurze Vorlesung, die aber dazu dient, dass wir dann bei der nächsten Vorlesung richtig tief in das Thema Stöchiometrie einsteigen können. Und der zweite Teil dieser Vorlesung wird besonders umfangreich im Bereich Übungen und Lösungen sein. Von Theorieteil her macht es nicht viel mehr aus, vielleicht sogar weniger. Aber da ich mir gedacht habe, dass Übungen halt immer sehr wichtig sind und ich auch gerne wollte, dass ich die wirklich wenigstens in einer Präsentation bis ins letzte Detail durchspreche, damit diese Grundlagen gesichert sind, weil wir hierauf aufbauen müssen, darum kam das jetzt so zustande, dass es hier zwei geteilte Vorlesungen gibt. Okay, fangen wir mit dem ersten Teil an, mit den grundlegenden Einheiten. Wie man das schon in der kleinen Übersichtsfolie gerade sehen konnte, ist das erstmal N, die Stoffmenge. Das ist die klassische chemische Rechengröße für die Stöchiometrie. Und diese dient quasi dazu, die Masse einer Verbindung auf eine Ganzzahl zu reduzieren, um damit einen gut rechenbaren Faktor zu schaffen. Klingt jetzt erstmal einfach, ist allerdings nicht so einfach gewesen, hat sehr lange gedauert, ehe man auf so ein System kam. Und ja, es hilft extrem viel weiter, was wir dann vor allem im zweiten Teil der Vorlesung benötigen werden. Die steht stark im Zusammenhang mit groß M der molaren Masse, nicht zwecks mit klein M der in Anführungszeichen normalen Masse. Und die molare Masse einer Verbindung ist quasi die Masse dieser Verbindung pro Stoffmenge an. Und ist damit das Bindeglied zwischen Masse und Stoffmenge. Ihr seht es auch oben dargestellt, groß M errechnet sich aus Masse durch Stoffmenge oder umgestellt, die Stoffmenge errechnet sich aus Masse durch molare Masse. Wir können sozusagen, dass diese molare Masse der Umrechnungsfaktor zwischen Stoffmenge und Masse ist. Und damit sind wir auch bei der dritten Größe angelangt, M, die Masse. Das ist eine der Grundeinheiten der Naturwissenschaft und die quasi durch die Anziehungskraft entsteht. Hier steht, ist gleich Gewicht. Wir werden gleich in der nächsten Folie sehen, das ist, solange wir innerhalb eines Systems, in unserem Fall der Erde, bleiben, korrekt. Andernfalls allerdings nicht. Und ihr seht, wenn wir jetzt die Formeln oben umstellen, dann kommen wir auf alle möglichen erdenklichen Formeln hier, um diese verschiedenen Einheiten ineinander umzurechnen. Okay, fangen wir an mit der Masse. Das ist eine jener Größen, die ihre Gewichtskraft bestimmt. Warum eine jener Größen? Weil es halt mehr als eine gibt. Und zwar die Schwerkraft stellt grundlegend ja die Anziehungskraft eines Objektes dar, wobei grundsätzlich gilt, je mehr Masse ein Objekt aufweist, desto höher ist seine Anziehungskraft. Extremstes Beispiel hierbei wären schwarze Löcher. Die haben halt eine so hohe Masse, dass sie sogar Licht anziehen. Daher sind sie schwarz, wir sehen es nicht, das Licht kommt nie wieder raus. Allerdings, weiter will ich jetzt auch nicht gehen als dieser kleine Satz dazu. Irgendwann werde ich mal eine Vorlesung zum Thema Astrologie und vor allem Astrophysik machen. Da kommen wir dann mehr dahin. Was für uns jetzt viel wichtiger ist, ist, dass aus den Größen Masse und Schwerkraft die Gewichtskraft resultiert. Und das ist die Masse von zwei identischen Objekten, dass dies halt immer gleich ist. Sagen wir uns also um einen fest definierten Raum und dessen Schwerkraft, wie ich schon sagte, in unserem Fall der Erde befinden, können Objekte anhand ihres Gewichts verglichen und Rückschlüsse auf ihre Masse gezogen werden. Das heißt, innerhalb eines Systems sind die Begriffe Masse und Gewichtskraft eigentlich identisch zu verwenden, mehr oder weniger. Haben wir zwei verschiedene Systeme, zum Beispiel halt die Erde und meinetwegen der Mars, wo ja verschiedene Anziehungskräfte wirken, da ist die Masse vom einen Stoff immer identisch, aber die Gewichtskraft variiert. Und solch ein Raum, in dem für alle Objekte, die sich in diesem befinden, dieselben Kräfte gelten, das wird Inertialsystem genannt.
Ohne Umrechnungsfaktor ist es quasi unmöglich, die Gewichte zweier identischer Objekte innerhalb zwei verschiedener Inertialsysteme mit verschiedenen Anziehungskräften zu vergleichen. Warum? Na, ganz einfach. Trotz derselben Masse, aber verschiedene Anziehungskräfte, ist das Gewicht halt anders. Die Masse bleibt aber gleich. Das heißt, wenn wir das eine Ding auf dem Mars meinetwegen wiegen und dann wiegen wir es nochmal auf der Erde, dann wird uns die Waage immer zwei verschiedene Gewichte anzeigen. Und das hängt halt nicht davon ab, dass die Masse unterschiedlich ist. Kann sie in dem Fall nicht sein, wir haben ja dasselbe Objekt in dem Fall gehabt. Nein. Das Inertialsystem, in unserem Fall der Planet, auf dem wir uns befinden, hat halt eine andere Anziehungskraft. Und damit zieht er die Masse viel mehr zu sich hin, was das Gewicht verursacht. Das ist jetzt allerdings schon wieder sehr stark Physik. So weit brauchen wir das in der Chemie nicht. Ich wollte es nochmal erklären, damit man auch mal das Basic hat. Was wir allerdings brauchen, ist die Stoffmenge. Die wird in Mol angegeben. Das ist einfach so ein definierter Begriff. Und stellt eine rechnerische Vereinfachung für chemische Berechnungen und Reaktionen dar. Was wir in den folgenden Vorlesungen sehr oft kennenlernen werden und uns sehr darüber freuen werden. Möglich ist das eigentlich nur, weil Stoffe oder Verbindungen in einheitlichen Massen miteinander reagieren. Es ist natürlich auch grundsätzlich möglich, eine Reaktion anhand ihrer Masse darzustellen. Das ist das klassische Modell, wie es früher war, bevor man Stoffmenge als quasi Maßeinheit zur Verfügung hatte. Nehmen wir das Beispiel, 24,02 Gramm Kohlenstoff verbrennen mit 64 Gramm Sauerstoff zu 88,02 Gramm Kohlenstoffdioxid. Als Reaktionsformel in Masseschreibweise ausgedrückt wäre das also quasi das, was ich gesagt habe, nur halt mal anders dargestellt. 64,02 Gramm Kohlenstoff, Formelzeichen C, plus 64 Gramm Sauerstoff, Formelzeichen O2, reagieren, durch den Pfeil dargestellt, zu 88,02 Gramm CO2. Für die Erstellung von Reaktionsgleichungen ist es allerdings eher sehr unpraktisch, denn hier ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, in welchen Verhältnissen Stoffe miteinander reagieren. Klar, wenn wir jetzt so die Darstellung haben, geht es gerade noch, aber bei komplexeren Verbindungen, Reaktionen oder wenn wir selbst gerne das ausrechnen möchten, dann wird es schwer. Das ist also noch der Grund, warum für jeden Stoff seine spezifische Masse pro Einheit, die reagiert, bestimmt wurde und diese Masse wurde molare Masse genannt. Und daraus resultiert dann eigentlich diese Einheit, die dann Stoffmenge ist. Für unser Beispiel haben wir 24,02 Gramm Kohlenstoff, die mit 64 Gramm Sauerstoff zu 88,02 Gramm Kohlendioxid verbrennen. Und für die gilt die molare Masse von Kohlenstoff, die man aus dem Periodensystem der Elemente ablesen kann, beträgt 12,01 Gramm pro Mol. Wenn wir jetzt logisch nachdenken, Gramm pro Mol, und wir haben hier 24,02 Gramm, teilen wir das durch die 12,01 Gramm pro Mol, dann rutscht das Mol über den Bruchstrich und dieses Gramm kürzt sich weg und es verbleiben 2 Mol und das unsere Stoffmenge. Hier in dieser Reaktion haben also 2 Mol Kohlenstoff reagiert, was identisch ist mit 24,02 Gramm. Bei Sauerstoff ist das ähnlich, die molare Masse von Sauerstoff beträgt 16 Gramm pro Mol. Wir haben hier 64 Gramm, die reagiert haben, teilen das durch die molare Masse von 16 Gramm pro Mol und erhalten damit, dass 4 Mol gleich N Sauerstoff reagiert haben. CO2 ist ähnlich, die molare Masse hiervon ist 44,01 Gramm pro Mol, 88,02 Gramm sind entstanden, teilen wir das durch die molare Masse von 44,01 Gramm pro Mol, dann kommen wir darauf, dass 2 Mol CO2 entstanden sind. Die Reaktionsformel in Masseschreibweise sah so aus. Jetzt, wenn wir für die errechneten Massen einfach die Stoffmenge, also das Mol, einsetzen, dann haben wir das anders ausgedrückt. 2 Mol Kohlenstoff plus 4 Mol Sauerstoff reagieren zu 2 Mol CO2. Bitte noch nicht abschreiben oder, wenn sich jemand Notiz macht, noch nicht notieren. Das ist noch nicht endgültig. Ihr werdet gleich sehen, warum. Es ist erstens üblich, bei Reaktionsformen die Maßeinheit Mol nicht mitzuschreiben. Daher wird sie einfach weggelassen. Durch die vereinfachte Darstellung ist allerdings jetzt auch wunderbar ersichtlich, dass 2 Einheiten Kohlenstoff mit 4 Einheiten Sauerstoff zu 2 Einheiten Kohlenstoffdioxid reagieren. Und das war über die Darstellung mit den Massen nicht so klar.
Allerdings auch hier schon Achtung, nicht alle Stoffe kommen in elementarer Form vor, wie in unserem Beispiel der Kohlenstoff. Kohlenstoff liegt nun mal elementar vor. Aber die meisten Gase, wie hier Sauerstoff, liegen als Sauerstoffmolekül O2 vor. Beziehungsweise andere Gase haben natürlich andere Moleküle und Edelgase kommen quasi elementar vor, aber die reagieren nicht, von daher ist das nicht wichtig. Das heißt, wir müssen unsere vier O's jetzt irgendwie in die Schreibweise O2 bekommen. Hierbei müssen wir wissen, dass die tiefgestellte 2 nach dem O angibt, dass zwei Atome Sauerstoff sich zu einem Sauerstoffmolekül verbunden haben, das aus zwei Atomen besteht. Damit ist unsere obige Formel falsch, daher sollte man die bitte auch nicht mitschreiben. Denn hier liegt Sauerstoff elementar vor und nicht gebunden als Molekül und aus unter extremen labortechnischen Bedingungen wüsste ich nicht, wie man das schaffen kann. Ich könnte es hier zu Hause definitiv nicht. Selbst nicht mit kleinen Laborgeräten. Okay, das aber nur am Rande. Logischerweise gilt, zweimal Sauerstoffatome bilden ein Sauerstoffmolekül. Also muss logischerweise gelten, dass vier Sauerstoffatome zwei Sauerstoffmoleküle bilden. Unüblich ist allerdings auch das Ausschreiben dieses Multiplikationszeichens. Das wird weggelassen, womit stehen bleibt. 2O entsprechen einmal O2. Daher muss auch gelten, 4O ist gleich 2O2. Setzen wir das in unsere Reaktionsformel ein, erhalten wir die korrekte Reaktionsformel. Und zwar 2 Kohlenstoffatome plus 2 Sauerstoffmoleküle reagieren zu 2 Molekülen CO2. Es sind da trotzdem natürlich noch auf der linken Seite, die wird Eduktseite genannt, dazu komme ich später noch. Auf der linken Seite sind es immer noch 4 Sauerstoffatome, halt nur gebunden in 2 Moleküle. Aber reaktionstechnisch ist das so korrekte. Und aus dieser lässt sich nun eine wichtige Erkenntnis in puncto Chemie und Stöchiometrie erzielen. Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff in Form von Molekülen zu Kohlendioxid in Form von Molekülen im Verhältnis 2 zu 2 zu 2. Da das ja Faktoren sind, unsere Stoffmengen hier, da kann man die beliebig erweitern oder kürzen. Und in dem Fall kürzen wir es einfach mal mit 2. Das heißt, wir teilen alles durch 2 und da haben wir das Verhältnis 1 zu 1 zu 1. Wir können also sagen, Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff zu Kohlendioxid, Verhältnis 1 zu 1 zu 1. Und jetzt wissen wir ganz klar, zumindest was die molaren Massen angeht, wenn ich 10 Mol Kohlenstoff habe, dann werde ich auch 10 Mol Sauerstoff haben und dann werden auch 10 Mol CO2 entstehen. Ihr seht, mit Massen ginge das nicht so einfach. Die Stoffmenge einer Verbindung besteht immer aus den Stoffmengen ihrer Elemente. Man sieht das daran, wenn das Anfangskürzel groß geschrieben ist. Und zwar aus denen, die diese Verbindung besteht. Nehmen wir mal als extremes Beispiel EDTA. Das hat die Formel C10H16N2O8 und besteht folglich aus 10 Kohlenstoffatomen plus 16 Wasserstoffatomen plus 2 Stickstoff und plus 8 Sauerstoffatomen. Zahlenvorverbindungen stellen Faktoren dar, mit denen alle tiefgestellten Zahlen multipliziert werden müssen. Beispiel 3 Magnesiumchlorid, als Formel ausgedrückt 3MgCl2. Die Stoffmenge errechnet sich hier mit 3 mal 1Mg. Ja, ihr werdet jetzt sagen, Moment, bei der Formel MgCl2 steht aber keine 1 unter diesen Mg. Das ist korrekt. Es ist auch unüblich, eine 1 hinzuschreiben. Daher theoretisch steht da Mg1Cl2, aber man lässt es halt weg. Und daher steht die 1 quasi da, man sieht sie noch nicht. Daher ergibt sich die Stoffmenge daraus für 3 mal 1 Mg plus 3 mal 2Cl2. Das heißt, die Stoffmenge hierfür sind 3 Mg plus 6Cl2. Ebenso verhält es sich mit Teilverbindungen, die in Klammern stehen. Diese müssen mit der nachfolgend tiefgestellten Zahl multipliziert werden. Beispiel hierfür Eisentrisulfat. Das hat die Formel Fe2SO4 in Klammern 3-mal. Spricht man auch so. Okay, was haben wir hier? Eine tiefgestellte 2 nach dem Fe heißt, wir haben 2-mal Fe, das ist Eisen. Dann haben wir in rosa dargestellt, dass 3-mal SO4 Sulfat vorliegt. Also haben wir 3-mal und das jetzt alles in Klammern. Einmal Schwefel S, die 1 steht noch wieder da, plus 4 Sauerstoff O, Klammer zu. Rechnen wir das alles aus, wissen wir, aha,
Das ganze Ding besteht aus 2-mal Eisen plus 3-mal Schwefel plus 12-mal Sauerstoff. Übung. Bestimme die Stoffmenge der angegebenen Verbindungen. Also quasi das, was ich jetzt gerade gemacht habe, sollt ihr selber bitte machen. Wie immer rate ich euch an der Stelle, das Video zu pausieren, euch Stift, Papier oder irgendwas anderes zur Hilfe zu nehmen und die Aufgaben zu lösen. Ich springe natürlich gleich zur Lösung, weil es euch nichts bringt, wenn ich hier warte. Und ja, ihr lasst das Video dann weiterlaufen und dann schauen wir mal, ob ihr es verstanden habt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Als erstes hat mir die Salpetersäure HNO3. Das dürfte recht einfach gewesen sein, es steht ja alles klar. Ein H, ein N, 3O. 4-mal Ethin. Ethin hat die Formel C2H2, davor 4, für 4-mal. Das heißt, wir haben alles, was unten steht, mit 4 zu multiplizieren. Das ergibt 4-mal 2C plus 2H. Klammer zu, man hätte auch 4-mal C plus 4-mal 2H schreiben können. Am Ende kommt selbe raus, 8C plus 8H. Dann haben wir Glucose. Unser schöner Traubenzucker mit der Formel C6H12O6. Ja, auch hier muss man die tiefgestellten Zahlen einfach nur wieder davor schreiben. Es sind halt 6C plus 12H plus 6O. Sollte auch nicht schwer gewesen sein. Schwefelsäure war schon ein bisschen anspruchsvoller. 3-mal Schwefelsäure genau genommen hat die Formel H2SO4. 3-mal und jetzt quasi jedes Element mit der Zahl davor, die unten steht. 3-mal, Klammer auf. 2H plus 1S plus 4O, Klammer zu, ergibt, wenn man das dann ausmultipliziert, 6H plus 3S plus 12O. Dann hatten wir Magnesiumhydroxid mal als Beispiel für eine Sache mit Klammern. Mg in Klammern OH, Klammer zu, 2-mal. Gut, bei Mg können wir die 1 direkt davor schreiben. Dann jedes Element mit jeder tiefgestellten Zahl, die in der Klammer steht, müssen wir mit 2, da diese tief steht, multiplizieren. Das also 2-mal in Klammern 1O plus 1H ergibt 1Mg plus 2O plus 2H. Ja, das Tricky war 2-mal Ammoniumtrioxalatoferrat. Das heißt also 2-mal NH4 in Klammern 3, Fe in Klammern C2O4 Klammer zu 3-mal. Ja, wunderschön. Das ist eine rein rechnerische Sache gewesen. Wir haben also 2-mal alles, was danach folgt, daher eine Klammer auf, die ich auch am Ende erst wieder schließt. Dann gehen wir weiter. NH4 steht in Klammern, also das, was in Klammern steht, 3-mal. Dann Klammer auf, den Inhalt der Klammer, 1N plus 4H, Klammer zu. Dann haben wir einzeln stehend Fe plus, dann kommt C2O4, aber in Klammern 3-mal, also plus 3-mal, Klammer auf, 2C plus 4O, Klammer zu. Und dann noch das Klammer zu quasi von Anfang an. Lösen wir erstmal diese inneren Klammern auf, haben wir stehen 2-mal 3N plus 12H plus 1Fe plus 6C plus 12O. Das jetzt multipliziert mit 2 macht 6N plus 24H plus 2Fe plus 12C plus 24O. Ja, und damit sind wir fertig. Mehr ist eigentlich Stoffmengenbestimmung nicht. Allerdings wichtig, das zu beherrschen, denn ihr werdet sehen, darauf baut mehr oder weniger so alles auf. Damit sind wir auch beim Thema molare Masse angelangt. Großes Zeichen M, Schreibweise in der Regel Gramm pro Mol, darf man natürlich erweitern und kürzen wie Milligramm pro Mol, Milligramm pro Millimol. Das sind alles sogenannte SI-Einheiten, die man erweitern und kürzen darf. So wird es auf jeden Fall angegeben und stellt damit den Quotienten aus Masse und Stoffmenge dar. Mit anderen Worten, das Ding brauchen wir, um diese beiden Größen in ein Verhältnis zu setzen. Für jeden Stoff wurde festgestellt, welche Masse ein Mol besitzt. Damit ist es jetzt natürlich möglich, statt mit der Masse mit der Stoffmenge zu rechnen. Und wie ihr gesehen habt, ist das deutlich praktikabler. Die molare Masse eines Elements kann man im Periodensystem der Elemente finden. Meistens steht sie unter dem Namen des Elements, wenn die nicht so sein sollte, das ist nicht verpflichtend. Meistens gibt es eine Legende in jedem PSE und da ist dann zu ersehen, wo die molare Masse steht. Wenn ihr ein anderes habt, bitte mal einfach dort schauen. Stoffverbindungen sind ja aus Elementen aufgebaut, muss ja zwingend.
Daher lässt sich deren molare Masse aus der Summe aller molaren Massen ihrer Elemente bestimmen. Nehmen wir mal wieder EDTA, hat ja die Formel C10H16N2O8. Damit errechnet sich die molare Masse aus 10 mal der molaren Masse von Kohlenstoff, bitte im PSE nachschauen, das sind 12,01 Gramm pro Mol, plus 16 mal die molare Masse von Wasserstoff mit 1,008 Gramm pro Mol, plus 2 mal die molare Masse von 14,007 Gramm pro Mol für Stickstoff, plus 8 mal die molare Masse von Sauerstoff, der hat 15,999. Ja, rechnen wir das alles erstmal aus, die Multiplikatoren. Bleibt stehen 120,1 Gramm pro Mol plus 16,128 Gramm pro Mol plus 28,041 Gramm pro Mol plus 127,992 Gramm pro Mol. Heißt, EDTA hat summiert eine molare Masse von 292,234 Gramm. Anders ausgedrückt, da wir jetzt ja in der Lage sind, die Stoffmengen zu bestimmen, haben wir ja gerade gelernt, und wir das PSE als quasi Hilfsmittel, als Lexikon der Chemie, wenn wir so wollen, zur Verfügung haben und alle molaren Massen der Elemente bekannt sind, sind wir nun in der Lage, für jede Verbindung, egal wie komplex sie auch erscheinen mag, die molare Masse zu bestimmen. Und genau das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr seht, das sind dieselben Verbindungen, wie wir sie gerade in der Übung hatten. Das heißt, ihr dürft gerne auch aus euren vorigen Übungen die errechneten Stoffmengen, beziehungsweise, wenn was zu korrigieren war, meine korrigierten Stoffmengen verwenden. Und ich bitte euch, mit Hilfe des Tafelwerks und des Periodensystems der Elemente die molare Masse zu bestimmen, so wie ich das gerade gemacht habe. Ihr pausiert am besten natürlich wieder das Video und ich springe zur Lösung. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Wir hatten zuerst nach Salpetersäure HNO3 gefragt. Die besteht aus einmal Wasserstoff mit der Molarmasse von 1,008 plus einmal Stickstoff mit 14,007 plus dreimal Sauerstoff mit 15,999 ergibt 63,012 Gramm pro Mol. Solltet ihr hier geringfügige Abweichungen haben im zweistelligen Bereich, sage ich mal, ist noch tolerierbar. Das liegt daran, je nach Aktualität und nach Autor des Periodensystems der Elemente, der das erstellt hat, und je nach Rundungen, variieren die minimal. Beziehungsweise, wenn ihr halt mit nur 2 Kommastellen gerechnet habt, dann variiert das natürlich dort auch. Ich rate, mit 3 Kommastellen zu rechnen. 2 sind auf jeden Fall verpflichtend. 3 sind meines Erachtens aber deutlich genauer und besser. Noch mehr Kommastellen kann man nehmen. Kommt halt drauf an, wie genau man es haben möchte. Ich hätte es gern auf 3 Stellen genau. 2 wären auch noch tolerierbar, denke ich. Alles andere wäre zu unscharf. Dann haben wir Ethin gehabt, C2H2. Ja, wir hatten vor uns der Übung, ich glaube, 2 Moleküle Ethin gehabt. Wir wollen es jetzt aber für ein einzelnes haben, daher lassen wir das weg. Wir müssen es ja dann nur entsprechende Anzahl der Moleküle verdoppeln. Das heißt, wir haben hier 2 mal Kohlenstoff mit 12,01 plus 2 mal Wasserstoff mit 1,008. Ergibt für Ethin eine molare Masse von 26,036 Gramm pro Mol. Dann hatten wir Glucose, den Traubenzucker mit C6H12O6. Er rechnet sich halt mit 6 mal 12,01 für Kohlenstoff plus 12 mal 1,008 für Wasserstoff plus 6 mal 15,999 für Sauerstoff. Das ergibt 180,15 Gramm pro Mol. Dann die Schwefelsäure H2SO4, die ich aus 2 mal 1,008 für Wasserstoff plus 1 mal 32,07 für Schwefel plus 4 mal 15,999 für Sauerstoff errechnet und eine gesamte molare Masse von 98,082 Gramm pro Mol für Schwefelsäure ergibt. Dann hatten wir noch MgOH2, Magnesiumhydroxid. Er rechnet sich aus 1 Magnesium mit 24,31 plus 2 steht ja in Klammern, 15,99 für Sauerstoff plus 1,008 für Wasserstoff. Ergibt dann 58,324 Gramm pro Mol für Magnesiumhydroxid. Last und garantiert nicht, but least, war das Ammoniumtrioxalatoferrat. Mit der schönen Formel in Klammern NH4 3 Fe C2O4 3 Ja, errechnen einfach mit
dreimal, wir haben ja quasi dreimal NH4 durch die Klammer stehen. Dreimal, Klammer auf, einmal 14,007 für Stickstoff, N plus 4 mal 1,008 für H Wasserstoff, Klammer zu, plus einmal das freistehende Eisen mit 55,5 Gramm pro Mol, plus dreimal C2O4 sozusagen, das heißt in Klammern zweimal Kohlenstoff mit 12,01, plus viermal Sauerstoff mit 15,999. Lösen wir erstmal das innerhalb der Klammern auf, haben wir 3 mal 14,007 plus 4,032 plus 55,85 plus 3 mal in Klammern 24,02 plus 63,996 Klammer zu. Ja, lassen wir die Klammern weg, indem wir es zusammenrechnen, haben wir 3 mal 18,039 plus 55,85 plus 3 mal 88,016. Und das ergibt dann 54,117 plus 55,85 plus 264,048 ergibt summa summarum 374,015 Gramm pro Mol als molare Masse für Ammoniumtrioxalatoferrat. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Vorlesung angekommen. Wir haben uns jetzt um die grundlegenden Einheiten Masse, molare Masse und Stoffmenge gekümmert. Und in der nächsten Vorlesung geht es dann richtig los mit der Stöchiometrie, das heißt mit dem Erstellen, Ausgleichen und Berechnen von Reaktionsgleichungen. Und genau das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist die Basic dafür. Wer hier Probleme hatte, bitte nochmal nachschlagen, nochmal die Übung machen oder sich anderweitig Nachschlagewerke, Hilfewerke holen. Alles, was jetzt darauf folgt, baut hierauf auf und ist zwingend notwendig, um es zu verstehen und es zu praktizieren. Auf jeden Fall hoffe ich, es war für euch interessant, ein bisschen anspornend, da auch weiterzumachen. Immerhin, man braucht es. Ich verabschiede mich in ein wunderschönes Wochenende, würde mich über einen Daumen hoch und eine gute Bewertung freuen. Hilft mir wirklich sehr, sehr viel weiter. Und wenn es euch gefallen hat, netter Kommentar freut mich. Wenn ihr einen Fehler bemerkt haben solltet oder irgendwas eures Erachtens hier schiefgegangen ist, auch hier dürft ihr natürlich euch gerne den Kommentaren auslassen. Ich bin momentan, ist es übersichtlich, ich kann alles lesen. Und ja, ich versuche halt natürlich trotzdem immer am Ball zu bleiben und eure Fragen zu beantworten oder eure Bemerkungen dementsprechend zu kommentieren oder zumindest zur Kenntnis zu nehmen. So, jetzt aber auf jeden Fall tschüss!